So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen Fiat-LKW, den möchte ich euch gerne mal näher zeigen. Dazu müsst ihr den Mod aktivieren und auf die Karte bringen, ja? Und hier haben wir den schon, den Fiat 682T2. Genau, das ist dieser hier, ja? In der Information haben wir hier 179 PS, manuelles Getriebe, 400 Liter Diesel, kann 70 km/h fahren und wiegt knapp 6,2 Tonnen. Kostenpunkt im Standard, Grundpreis 58.000 Euro. Und ihr könnt in der Konfiguration Folgendes wählen, einmal das Nummernschild der Karte, ja, oder das 60er Jahre Nummernschild zum Beispiel. Also der Karte oder der 60er Jahre Nummernschild. Des Weiteren könnt ihr hier auch wählen die Hauptfarbe, ja, Pastellrot, Blau Marine, dann haben wir hier noch Flammenrot, Mintgrün, Nebelgrau oder Navygrau zum Beispiel. Kennzeichen könnt ihr auch wählen, wie ihr das möchtet. Ja, wir haben jetzt die Old Kiwi Farm und da haben wir halt die Old Kiwi Farm unten drunter stehen. Genau. Das ist jetzt dieser LKW, den habe ich jetzt mal in drei Farben hingestellt, ne? Und so sieht er halt aus. Sieht fast aus so wie ein 19er damals, ne? Und schon wieder interessant auf jeden Fall. Zack. Wir steigen mal hier ein zum Beispiel, ne? In der Innenansicht. Können wir zum Beispiel aussteigen oder einsteigen, ne? Zack, und dann geht die Tür halt auf, ne? Und dann hören wir uns den mal an, wie der sich so anhört. Ist auf jeden Fall schon was geworden, genau. Jetzt haben wir hier Licht, also vorne zwei kleine Leuchten. Dann natürlich hinten. Ja. Nummernschildbeleuchtung haben wir auch, wollen wir gerade kein Nummernschild haben drauf. Dann haben wir des Weiteren noch zwei Scheinwerfer, eins links, eins rechts. Dann hinten und drunter noch die gelben Scheinwerfer dazu. Ja. Blinker rechts, Blinker links. Ihr habt jetzt natürlich den Blinker hier an der Seite, einmal den hier und den hier. Wir können natürlich auch das Fenster ein bisschen runterklappen. L1 und X, Open oder Close zum Beispiel. Genau. Genau, das wäre zum Beispiel jetzt die Hupe gewesen. Achtung. Ne? Und natürlich habt ihr dann bei den Hängern, beziehungsweise bei den LKWs hier auch dasselbe. So, jetzt haben wir die Frage, welchen Hänger passt denn dazu? Ihr habt euch bestimmt gefragt, in der Mod-Beschreibung steht ein bestimmter Hänger drin, den finde ich aber so nicht. Genau, deswegen müsst ihr gucken unter Auflieger, ja, dann kommt euch dieser hier her. Der Lizard Auflieger und der würde auch zu dem LKW passen. Auch verschieden konfigurierbar mit der Kapazität mit 23.000 Kubik, 45.000 Kubik, dann haben wir hier mit Plane oder ohne. Nummernschild der Karte oder des landwirtschaftlichen Anhängers nur. Dann haben wir hier noch die Hauptfarbe, könnt ihr wählen. Marineblau, Flammenrot, Minzgrün, Nebelgrau, Navygrau. Oder ihr könnt ihn als Ballenwagen konfigurieren. Geht natürlich auch. Ja, wie gesagt. Der kostet ungefähr 96.000 Euro. Wir können einfach mal einen mal holen hier. Steigen mal in den hier ein. Ah, schalten kann auch gut. Schick. Und dann können wir einfach hier hinterfahren. Ja. Und dann passt der auch optisch dazu. Ja, wie gesagt. Linke rechts, linke links, normales Licht, können dann also abkippen,
Hier dann natürlich auch. Die Wellen hinten, links, rechts, ne? Und so weiter und so weiter. Genau, also wie gesagt, achtet auf den Hänger mit Auflieger, ne? Der passt dann auch zu dem Fiat, ne? Und dann habt ihr eine schöne Kombination. Genau. So, das war's auch wieder hier von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gerne mehr, könnt ihr dies gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ne? Und ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.